So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Once Human. Yes, wir hatten hier Feierabend gemacht und gehen jetzt hier einfach mal weiter. Ich würde aber tatsächlich hier... Oh Gott, da hinten ist schon wieder so ein... Ah, da sind mehrere solcher. Sieht schon aus wie so ein Forschungskomplex hier, oder? So. Mann. So, ich möchte nicht die Post, ich möchte den verkohlten Wahnsinnigen, genau. So, und dann... Lass uns hier doch öfter mal gucken. So, wunderbar. Haben wir hier vielleicht... Ne, hier liegt... Ja, doch, da ist eine Mülltonne, die wir gleich noch plündern können. Aber ich möchte natürlich jetzt erstmal hier hoch. Wo ist eigentlich jetzt die Dame? Wo ist Mary? Die ist wirklich hinter uns. Das ist schön. Ich habe dich zwar noch nicht kämpfen sehen, ich weiß auch nicht, ob sie kämpft, aber wir können es ja mal hoffen. Und nein, ich hüpfe jetzt hier nicht runter, könnten wir zwar, hatte ich auch zuerst überlegt, aber da hinten ist ja noch... So, da ist ja noch der Mülleimer, den wir looten wollten. Und so. Dann kriegen wir zumindest mal Schrottteile und sowas. Wir nehmen auch wieder das Schwert in die Hand, da drin... Mit viel Glück sind das wahrscheinlich Erste-Hilfe-Kits, jawohl. So, dann nehmen wir das noch. Und das noch, die Decke. Ich find's ulkig, Mary läuft mir wirklich hinterher. So, okay, da ist nichts. Was ist das? Rettungsroboter, okay, den nehmen wir mit. Kann er mich jetzt retten? Dann mal was. So, Mary, wo sind sie? Du, das. So, irgendwie habe ich das Bedürfnis, immer wieder X zu drücken, um nichts zu verpassen oder nicht zu verpassen, sondern um ja alles zu finden, was hier ist. So, ach, das ist alles eins gewesen. Schade. Oh nö. Man kann da noch nie mal durchschießen. Ach, das ist doch blöd. So, ich glaube, wir haben Mary verloren. Ich weiß noch nicht wo, aber wir haben sie verloren. Oh, ein gefährlicher Mann. Solltest du Camp in der Nähe errichten? Camps temporär respawn, bla, ja. So, vielleicht sollten wir die Viecher wirklich alle töten. Aber wo ist Mary? Finde Mary. Das scheint wirklich irgendwie so eine Forschungseinrichtung zu sein. Das sind die Waffen. Oh, Alter! Du bist ein Zombie oder sowas. Du kannst ja nicht auf mich schießen. Bist du denn verrückt? So. Wir sollten hier, was sagte der mir wieder mit Tee? Ja, super. Natürlich fehlt wieder Holz und Kies, das ist natürlich klar. Ey. So, pass auf, wir machen hier, da hinten ist Kies und da ist Holz. Wir bauen hier wieder so ein... Vor und nachher wieder meilenweit, wenn wir durch Dummheit sterben, durch meine Dummheit natürlich. Sterben sollten wir uns hier vielleicht doch mal so ein... Lager aufbauen, wenn er das schon sagt und vorschlägt. So, dann könnten wir mit Mary hier... Nein, Quatsch. So, ja, heute nicht mehr erinnern. Genau, bestätigen, weitermachen. Respawn-Ort erstellt. Dann auf jetzt. Attacke. Okay, so können wir... Taschenlampe ist N. Camp ist T. So, ach, hier war übrigens, nee, haben wir jetzt hier alles? Warte, nee, da ist eine Kiste. Guck mal, da wären wir jetzt bald vorbeigelaufen. Rosetta Munitionskiste. Sehr schön. Hervorragend, toll, da ist. Dieser. Ja.
Mary? Hat die nicht gesagt, die Leute helfen, dass sie sich Also ich finde unter Hilfe was anderes wie da rumstehen und nichts machen. Mann, aber okay. So. Themen außerhalb des Sicherungsredwitz. Ne, das können wir später machen oder so. So, dann wir müssen dahin. 3, obwohl, nee, warte mal, wir müssen. So, das ist immer ganz wichtig, das Ding komplett zerschießen, weil dann spawnt da nicht kein Team mehr raus. So, jetzt. Da ist noch einer. Mary aufpassen. Also der ihre Hilfe ist echt äußerst lukrativ. Ja, super. So, was auch immer das für ein ekliges Vieh war. So. Und was auch immer das hier war. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wo wir sind und wo wir hin müssen. Aber ich möchte natürlich irgendwie gefühlt alles erkunden hier und gucken, ob wir tolles Zeug finden. Okay, das heißt, da hoch gehen wir gleich erstmal nicht. Wir gehen gleich erstmal da hinten wieder rüber. Aber jetzt erstmal hier. So. Eine Aufbewahrungskiste. Also tatsächlich, auf Mary kann man sich nicht verlassen. Sagt, die will mir helfen. Und was macht sie? Oh, wer ist das denn? Hallo? Onkel? Ach scheiße, ich habe übrigens... So. Ich habe übrigens auch immer noch nicht... die Mutation eingepackt. Fällt mir gerade auf. Also wie ihr seht, keine Mutation. So, wir müssen auf jeden Fall den Spaltanker aktivieren. Wir müssen irgendwie Kisten finden und keine Ahnung was. Was? Warum hat mich schon wieder wer gesehen? Ach, der hier. Weg damit. So, Schießpulverwaren, dann nehmen wir das Teil hier mit. In die Luft jagt, das ist doch, oder wer auch immer da was in die Luft jagt. So, haben wir, oh, da hinten ist eine Kiste, ein Bächen. Und den Spaltanker, haben wir den Spaltanker schon gefunden? Nee, ne? Der fehlt uns auch noch. Okay, so, erstmal hier. Ach man, geh doch hier hoch. So. Da ist was drin, drum, dran, vorbei. Warte. Das Ding hier. So. Hä? Voll gut, ja doch. Hat super funktioniert, nämlich irgendwie gefühlt gar nicht. Alter, echt jetzt? Aber da ist doch was drin, drum, dran, drum, um. Ach, keine Ahnung. Gut, anscheinend kommen wir da nicht dran, ich weiß es noch nicht. So, Mülleimer. Hier geht's rein, hier ist... Was haben wir denn hier? Ein Werfer, okay. Was auch immer das für ein Werfer sein soll. Mülltonne. Ja, und da ist immer noch... Ah, hier ist auch noch was, okay. Aber da ist immer noch diese Kiste, ich will da... Oder was auch immer da ist, das will, ich will das haben. So, aber hier ist leider keine... Dings mehr. Ah, da ist schon wieder...
Warum ist der Respawn so schnell oder warum ist das Vieh schon wieder da? Das frage ich mich tatsächlich gerade. Ach okay, das ist der andere Player hier. Anscheinend. Ja, super. Die kann ich also nicht looten, weil... Naja, super, ey, was ist denn das für ein Scheiß, dass man den Kack nicht looten kann, wenn andere Spieler da sind? Das finde ich jetzt echt schon ein bisschen mies. Okay, die hier kann ich looten. Dann geht's ja noch. Was auch immer das dann da hinten war. Vielleicht nicht so wichtige Kiste oder so, ich weiß es nicht. Nun, mach doch das Ding jetzt hier auf. Hervorragend. So. Tatsächlich, aber da steht immer noch keine Kiste. Das heißt, ja, heißt, wir kommen da nicht dran, was auch immer das war. So. Weil ich weiß, ich sage, hier ist irgendwie was drin, drum, dran, hinter, keine Ahnung. Anscheinend, ich weiß es nicht, ich... Könnte vielleicht verbuggt sein, vielleicht war ich aber auch einfach zu blöd mit dem Springgedönse da. Ups, ne, hier geht's nicht lang. Irgendwie weiß ich nicht. Oh Gott. Ich möchte jetzt nicht schon wieder gegen den kämpfen, das ist doch, Blödsinn. So. Aber der hier gerade rumläuft, würde ich mal jetzt so behaupten, der scheint zu wissen, wo er hin will und aua, was er tut. Also ist der vielleicht schon mal hier gewesen? Ich habe keine Ahnung. So. Noch eine Munitionsfläche. Dann nehmen wir das mit dem F hier alles. Ernsthaft, das Vieh folgt mir immer noch. Das ist jetzt nicht dem dein fucking Ernst, oder? Aua! Das ist dem sein fucking Ernst. Das blöde Vieh ist tatsächlich mir die ganze Zeit gefolgt. So. Aber irgendwie, ne, war hier nicht eben noch irgendwo. Mir war so, als wenn ich hier irgendwie hoch müssen müsste, aber ne. Es gibt doch anscheinend Leute, die viel zu viel Munition haben. So, und da oben ist auch im Übrigen ein Teleportationsgedönse. Wir brauchen übrigens noch den Spaltanker. Was habe ich jetzt schon wieder? Ich habe Durst. Okay, 5. Hm. Oh Gott. Ja, ja, um euch kümmere ich mich jetzt gleich. Ich muss erstmal den hier außer abschalten. Das war ein Reißer, das ist ein... Was reißt denn der? So, wunderbar. Ich muss jetzt aber gerade mal gucken. Oh, warte, da sind noch zwei. So. Die haben wir aufgeregt, aber wir kriegen hier von denen wohl plötzlich ganz viel Kupferbarren. Also ich möchte mich nicht beschweren, ich finde das toll. Dann haben wir gleich wenigstens wieder viele Kupferbarren. Auch tun wir die bestimmt mal irgendwann. So. Dahin. Den Schrank können wir noch plündern. Oh, ich habe eine Kerze erhalten. Sehr schön. Da ist auf jeden Fall der Teleportationsgedönsturm. Von hier der Atoll. Mich raten, das ist das Ding. Ja. Wie kommt man denn da drauf? Sehe ich ja jetzt erst. Er betet wieder das Haus an, dann soll er mal beten.
Wir hüpfen hier. So war das nicht gedacht. Eigentlich wollte ich ein bisschen weiter fliegen. Anscheinend hat der Herr da jetzt alles erschossen. Und keine Ahnung was. Ich weiß noch nicht mehr, wo unsere Mary ist. So, optional Teleportationsturm. Ja, ja, machen wir doch glatt hier. So. Machen wir. Und, diese blöden Hubschrauber, weiß ich gar nicht, kann man die fliegen? Das wäre doch auch mal was Schönes, oder? So ein Hubschrauber in die Base und... Obwohl, ich glaube eher nicht, weil dann bräuchte man ja keine Teleportationsgedönse mehr. Was ist da? Saisonziele sichern, da. Alle abholen. Aha. Herausforderung. Alle abholen, okay. Sehr schön, ja, ja, machen wir gleich später weiter. So. Wäre zu schön gewesen. So, oh, sehr schön. Es hat funktioniert. So, ich glaube nämlich, dass da wahrscheinlich auch wieder was oben ist oder so. Ich kenne doch mein Glück. So. Natürlich, obwohl doch da ist was. Ich wollte gerade sagen, da ist nichts, aber hier ist was. Aber auch nur ein Notfall. Ja, nur ist gut, aber... haben wir sonst noch hier irgendwas? Sieht nicht so aus, oder? Nee. So. Dann... Wir müssen immer noch den Spaltanker finden, wo immer der schon wieder ist. Der ist übrigens da irgendwo. Hm, okay. Und immer noch die mysteriöse Kiste suchen. Dann lass uns doch mal gucken. Was ist denn das für ein Vieh? Ne, ich glaube, das können wir nicht. So, mit dem Ding hier. Geschafft. So, Gierschlund tot. Aber wir haben immer noch nicht irgendwie... ich immer durstig bin so schnell. Ey, weißt du, ich bin überhaupt noch nicht mit Essen. So, sehr schön. So, da ist irgendwas. Achso, das ist so ein Explosionsfass wieder. Nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Da oben weiß ich auch noch nicht. Ja, ich weiß, wir müssen da unten rein. Tun wir auch gleich. Machen wir tun. Aber ich muss jetzt erstmal gucken hier. Hier muss doch bestimmt auch irgendwas Interessantes sein. Hoffe ich jetzt mal. So, guck mal, hier ist... Ich habe die mysteriöse Truhe gefunden. Juhu! So. Jetzt brauchen wir nur noch den Spaltanker. Der war wieder ganz woanders oder so, ne? Das heißt, wir müssen erst nochmal von hier weg, dann wieder zurück. So, lassen Sie mich gucken. Oh. So. Oder ist da oben der Spaltanker? Ich weiß das gerade gar nicht, ey. Das ist... Oh. Wer bist denn? Lass doch einfach liegen. Einfacher für dich. So. Nachladen. Wir haben nur noch 1300 Schuss. Die sollten wir behalten oder so.
der Meinung, wir brauchen die noch. So, Schießpulver. So, Spaltanker im Übrigen, ne? Wo ist der? Der ist jetzt, da unten irgendwo. Ach da, guck, direkt unter uns. Aber das heißt ja, wir könnten ja eigentlich... Guck mal, wir hüpfen jetzt einfach mal hier rüber. Weil dann sind wir hier auf dem Dach. Guck, da sind nämlich direkt noch zwei von den... Mann, das war eine blöde Kiste. Hier ist, was steht denn da? Gute Taschenlampe oder so, okay. So. Das haben wir dann jetzt auch. Schießpulver, Kupferbarren. Dann machen wir jetzt den Spaltanker. Haben wir den echt total übersehen eben. Das ist. Okay, das ist. Wir müssen nämlich jetzt hier wieder komplett hoch. Das ist. Alter. Ist ja nicht so, dass wir eben schon hier waren. Wo ist ja mein Vogel? Mein Vogel. Machen wir das aber mal vernünftig. So. Jetzt geht das anscheinend. So. Für was? Was ist hier drin? Wahrscheinlich gar nichts, oder? Echt? Zwei Antibiotika. Juhu. Alter. Okay, das hätten wir uns eigentlich auch sparen können. Bin ich ganz ehrlich. So. Lass uns mal. Quatsch, die 6 nehmen. Und die 4 und die, warte mal, 7. 7. Und dann nochmal die 5. So, nein, ich brauche die 3. Das Blödsinnige ist jetzt, wir müssen uns wieder komplett durchfighten. Ne? Das ist, oh ey. Vielleicht hätten wir das später machen sollen. Ich weiß auch nicht, warum ich eben nicht hier lang bin. Also ganz ehrlich, das ist... Ach Mann. Oh, 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 ah. Oh Gott, ich hoffe, ich komme hier durch. Okay, geht. So, ich weiß gar nicht, warum wir Mary schon wieder gelassen. Irgendwie ist die Dame immer wieder verschwunden. Ich weiß nicht. Ich helfe dir. So, ach nee, da ist schon wieder der Große. Da habe ich doch gar keinen Bock drauf. Warte mal, wir gehen jetzt einfach. Ich laufe jetzt einfach hier durch. Ah, ich hoffe, das funktioniert. So, wir laufen jetzt. Ah, wer war das? Was war das? Warum? So, wir laufen jetzt einfach hier rein. Hä? Was? Wo? Bauzeit in der Bla, der Monolith Bla übrigens Herstellung Bla mit der Bla, Bla Prüfe Munitionsnachschub. Okay, ja, ja, wir machen. Okay, ja, ja, ich mach alles. Alter Falter. So. Wäre jetzt natürlich voll geil, wenn ich nicht davon draußen hier reinkäme. Die Arschkarte. So, immer hier den. Na, hier ist. Na, da unten ist irgendwas. Aber ich glaube. Jetzt vielleicht nicht. Warte, hier ist auch noch eine Erste-Hilfe-Kiste. Sehr schön. Dann. Aha. Da drüben ist noch was. Hier ist noch eine Erste-Hilfe-Kiste. Oh Gott, das kann man nicht lesen. So, da ist die Mary. Warum auch immer die jetzt hier ist, aber... Warte, wir machen jetzt erstmal das hier. So, zerlegen. Alles. Warum... Warum kann man das Ding zerlegen? Oder warum zerlegt man das Ding? Schade eigentlich.
So. Warten Sie mal. Nachschub, Werkbank. Ja. Gewehr, Munition, Kupfer. Würde ich tatsächlich mal... Ah, nee, komm, wir machen erstmal nur 9 oder so. Ich glaube, das wäre besser so herstellen. Ich kann Sicherungen herstellen, aber was soll ich mit Sicherung? Wir müssen jetzt gleich mal gucken, wie viel Munition das ist. 1620 Schuss, kann das sein? Nee, kann nicht. Oder doch? Ich glaube, dann würden sogar die 9 Pakete reichen, oder? Die wir gerade herstellen. So, tatsächlich 1602. Oh Gott. Lass mich gucken. Inventar. Wie viel Munition haben wir jetzt für unsere Waffe? 1000, 2000, 2900. Ich glaube, das sollte dicke reichen. Nachher sind wir noch total überladen oder so. So. Kalibriné habe ich doch alles schon. Gut, Mary, ich bin da. Aber ich weiß gar nicht, wie ist die so schnell hier reingekommen und warum. Na, egal. Reden mit Mary. You made it. I knew I could count on you. You're quite good at handling deviants, aren't you? I gotta say, you've proven yourself to be a good teammate. Genau, wir arbeiten gut zusammen. Ich habe gekämpft, sie ist in der Meer gelaufen und urplötzlich war sie weg. Und jetzt steht sie hier. Aber okay, wir haben gut zusammen gekämpft, stimmt. So, was möchte sie denn jetzt? Kontakt mit Spaltraum. Spaltraum betreten, ne? Super, natürlich. Ich betrete hier einfach mal alles so. Rosetta-Munition, das ist sehr schön. So, das nehmen wir auch einfach mal mit. Öffne das Fenster-Team bilden um dich. Nein, ich will nicht andere Spieler. Ich will das alleine. Ich will hier Einzelkämpfer. Und dann sterben wir gleich. Ich sehe es kommen. Ich bin gleich sowas von tot. Hochmut kommt vor dem Fall, oder wie war das? So, lass uns mal hier gucken. Da ist noch eine Kiste, sehr schön. Sonst gar nichts. Erfolgreich Wettfest. Was auch immer festeren Gel ist oder so, keine Ahnung. Ah, da ist noch so ein Erste-Hilfe-Gedönse. So, dann jetzt, ich gehe da jetzt hinein zum Sterben. Juhu. F. Nix Team betreten, direkt betreten hier. Feierabend. So. Okay, das hört sich nicht so toll an. Help me! Shouldn't have tried to take what was yours. Okay, die sehen auch nicht wirklich. You are truly a great one. Mercy, please. Even without their submission. We are still Legion! Das Ding ist sowas von... Okay, wir müssen hier anscheinend... nein?
ich habe die Wiege nicht bei. Ich bin doch auch der dämliche Gebäude mit. Fahrzeuge, nein. Erstmal keine Ahnung. Oh, okay. Ich mach hier mal. Ich weiß noch, noch nicht. Die haben wir erhalten, das ist sehr schön. AKM, der können wir auch Schatztruhe sichern. Eliminieren. Sichern. Alle abholen. Wir nehmen alles mit.
Auto MP7. Mhm. Der unendliche Schatz, Aufgabe abgeschlossen. Okay. Okay, hier wären vielleicht Fässer gewesen, die uns die Aufgabe vielleicht hätten auch noch ein bisschen vereinfachen können. So, das Ding. Ja, das Ding ist voll geil. Ich hätte gern... Ne? Das Ding ist weg, das ist schade. Ich wollte gerade sagen, ich hätte so ein Ding gern für zu Hause. Eva ließ verlassen. Natürlich möchte ich verlassen. Mach doch einfach hin. So. Solo Showdown. Triumph, Einzelkampf. MVP fallen. Ja, okay. Gesamte Rettung 0. Gegenstände verwendet. Okay. Was? Erneut herausfordern? Nee, möchte ich nicht. Warum sollte ich den erneut herausfordern wollen? Hab doch keine Langeweile. Ich möchte ja mal weitermachen hier. Und irgendwie gucken, dass wir mal, ja, was höher kommen und gucken, was hier noch alles so Schönes kommt. Jetzt sollen wir da runter? Da waren wir doch eben auch schon, oder? So, hüpf. Okay, hier gibt es auch nichts Neues. 10. Hier vorne, Käfig untersuchen, okay. Untersuchen wir den mal. Ja. Soll ich sprechen? Nochmal. You did it. Natürlich habe ich es geschafft. I knew you could. I don't know why I was so worried. Thank you. This really means a lot to me. The fluctuations in Stardust seem to have grown calmer, and I feel stronger now. The more deviations we contain, the more the world will stabilize, and the more Mitsuko's power can grow. We still have 5 more monoliths to shut down. Until then, the physical world remains too dangerous for Mitsuko. Yes, but this is already a huge step forward. You've done your best, and we are already starting to see a change. Ich sehe es nachher kommen, irgendwann, dass wir hier der Bösen oder dem Bösen dann irgendwie verhelfen, dass das gar nicht das Gute ist oder so. Wer weiß ich. Also das ist könnte sich später ja alles noch ändern. Ich bin da echt mal überrascht. But the Mayflies were wiped out by Rosetta. All because of me. I was too weak to save them. It wasn't your fault. None of us were ready to take Rosetta head on. And Rosetta's not the only threat out there. The Great Ones also covet Mitsuko's power. So remember, keep everything involving her a secret. We don't know who we can trust. Okay. Ja, das müssen wir dann mal rausfinden, wem wir vertrauen können und wem nicht. So. Ja, ich soll immer noch mein Motorrad reparieren, ich weiß. Sollte es aber... Zurück zum persönlichen Territorium. Ja, das ist doch schön. Das können wir doch dahin. Da können wir uns doch direkt teleportieren, oder? Das ist doch ein leichtes jetzt. So. Ja. Da. Ich verstehe nicht, warum die Viecher immer in meiner Hütte sind. Das ist doch, geht weg. So, hier klicken am Teufelsmann. Ah, okay. Ja, ja, hier klicken ist gut. Dann geh doch mal einfach da weg. Dann kann ich doch vielleicht irgendwo mal klicken. Ich kann hier gar nichts verbessern oder modernisieren oder was auch immer. Siehst du, das funktioniert alles nicht gerade. Das ist doch... So, wir machen jetzt mal G für reparieren.
Ja. Ne? Genau. Das können wir noch nicht, das können wir auch noch nicht. Was ist Vorschau? Ne, das ist auch zurück. Lackierungen. Ah, können wir alles nicht. Ach, hier kann man Farbe ändern. Okay, Standard, Standard. Aus Event erhalten. Aha, Standard. Ah, okay. Also ganz ehrlich, die Viecher hören sich ganz merkwürdig an, als wenn die was auch immer machen. Was? Wir kommen zurück, baue eine sichere Faulgel. Okay. Wir sollen Faulgel. Alter, geh doch mal weg. So, warte, zum einen, wir brauchen den hier jetzt bitte. Das ist nämlich das. Siehst du, den haben wir nämlich die ganze Zeit gar nicht mitgenommen. Was auch immer das hier ist. Kampf, das ist ein Kampfgedöns. Also bestimmte. Und das hier ist. Na, ich weiß noch nicht. So. Warte, dann müssen wir jetzt kurz im Baumenü. Wir nehmen das Ding hier und ich möchte das bitte direkt daneben. Hervorragend. So. Dann möchte ich das nehmen. Dann möchte ich den hier nochmal. Alter, hallo, den, danke. Hallo. Hör auf mich hier. Okay, ja, der hier hat schon wieder voll die ganzen Erze geholt. So, warte, ne, aber wir sollten, ich würde das hier erstmal kurz rausnehmen. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich weiß nicht, was ich damit soll. Nein. Ne? Man konnte doch. Warte mal kurz. Ich kann doch, wenn ich da F mache. Nee, kann ich. Ich kann gerade irgendwie gar nichts. Mach doch mal bitte das Haar weg hier. Ich möchte Anlage verwenden. So, jetzt habe ich schon wieder das Problem. Ich habe ja das Ding, aber hier kann ich synchronisieren. Da kann ich nur verwenden. Ich kann das Ding gar nicht mehr rausnehmen oder was? Das ist doch doof. War da nicht irgendwie mal. Keine Ahnung. Ich war der Meinung, man könnte das da irgendwie rausholen. Aber anscheinend. Obwohl, doch haben wir doch mit dem einen gerade auch gemacht, oder? Nee. B. So. Kein Platz mehr, ne? Das läuft. Oh Mann. So, ja gut. Zum Zerlegen haben wir nicht wirklich viel. Aber das bisschen machen wir mal. Dann hauen wir das Zeug. Hä? Ist ja schön, dass er die Kiste kaputt haut. Hallo? Das war eigentlich jetzt so nicht gedacht. So. Das Zeug rüber. Gucken, was wir hier alles so rüber kriegen. Ah, nein. Scheiße. Die Gewehr-Dings. LMG-Munition, was? MP, ach Mann, was ist denn? Ach nee, Moment. Das Gewehr haben wir übrigens hier. Nee, ist alles gut. Kann alles drüben bleiben. Sehr schön. Ich war schon wieder ein bisschen. Jut. So. Gut, dann würde ich sagen. Dann gehen wir hier nochmal ran.
Ah, hier haben wir 45 verdorbene Nahrung, sehr lecker. Was wir vielleicht kochen könnten. Geröstete Maiskolben, die kriegen wir vielleicht hin. Geröstetes Fleisch kriegen wir hin. Wahrscheinlich Bestienfleisch, ja, siehste, wusste ich doch. Mama 4. So, und dann was? Das ist auch hier. Wir können aber immer noch Wasser machen. So. Aber sind die Viecher jetzt eigentlich hier drin? Verwenden. So, jetzt muss ich echt gerade mal gucken, ne? Weil man konnte doch eigentlich... Oder bin ich jetzt... Mann, ich weiß, dass ich vorher mal das Zeug hier rausnehmen konnte und neu reinsetzen konnte. Warum geht es jetzt nicht mehr? Nimm doch die Waffe aus der Hand, es ist gerade echt nervig. Eigentlich das Zeug hier raus haben. Aktiviert. Ne, deaktivieren von mir aus. Macht doch. Gegner nähern sich. Was für Gegner und warum? Was? Was will der mit Gegner nähern sich? Hallo? Hallo. Mach doch nicht sowas. Ja, irgendwie finde ich das gerade ganz merkwürdig. Also jetzt nicht, ne? Warte mal, was war das denn jetzt hier? Oh Gott, jetzt muss man darauf klicken, um den Mutanten zurückzuziehen. Das ist, echt ein bisschen okay. Willkommen zurück mit Samuel Lohr. Sprechen mit Claire reden. Sieh dir Marys Nachricht an. Was für eine Nachricht? Oh Gott, das ist alles da hinten in Deathville. Gut. Aber wir sind jetzt auch schon wieder bei 47 Minuten, bevor ich jetzt da wieder anfange, ein großes Tamtam rum zu öffnen. Bleiben wir erstmal hier, legen uns ein bisschen hin, machen Haya und sehen uns dann in der nächsten Folge am Freitag wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne noch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns Freitag wieder. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochnachmittag. Bis dahin sage ich erstmal ciao. Der Falli.